Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei FIFA 18 bei unseren Skillspielen. Wir sind mittlerweile bei fortgeschrittenes Dribbling bei Silber und da haben wir bisher nur die B-Wertung bekommen und deshalb machen wir da nochmal weiter, also nochmal zusammengefasst. Es geht darum, dass wir durch möglichst viele Tore dribbeln sollen, die mit Pfeilen markiert sind und das in möglichst weniger Zeit. Ach guck mal, ganz am Anfang gibt es einen Countdown, wenn ich neu starte nicht. So, genau, also hier durch diese Tore dribbeln. Und für jedes Tor kriegen wir halt Punkte und das sollten wir dementsprechend möglichst flink machen. Und wir hoffen immer noch, dass die immer eine gute Position haben, weil sonst wird es schwer. Und weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss, rede ich nicht ganz so viel. Geht's hier hoch? Leicht verheddert. Hier hoch. Hier hoch. Also die B-Wertung haben wir geschafft. Und das haben wir jetzt schon wieder geschafft. Also das ist jetzt die... Nee, noch nicht unser Highscore. 200 Punkte knapp unter unserem Highscore. Und dann probieren wir es nochmal, weil es so lustig ist. Ja, es ist halt wirklich... Wir brauchen halt einmal das Glück, dass diese Dinger gescheit angeordnet sind, dass wir da möglichst schnell durchkommen und dann ist es überhaupt kein Problem. Ja, sowas zum Beispiel, wenn die Dinger nebeneinander sind. Ja, toll, haha. Sowas ist schon besser. Nein, dann darf ich nicht vorbeilaufen. Ich verstehe auch die Punktzahl nicht. 1000 Punkte? Warum haben wir eben 1700 bekommen? Hä? Warum gibt es eigentlich unterschiedliche Anzahl an Punkten? Verstehe ich nicht. Gut, das war nicht besser. Machen wir nochmal. Ach, also ganz ehrlich, beim Start ist es halt Glück, in welche Richtung du läufst. Oh, jetzt laufe ich da vorbei. Geh mal in die Richtung. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Das war ein bisschen weiter, aber ist okay. Hängt das von der Zeit ab, wie schnell ich durch die durchlauf? Ja, wenn ich schnell bin, kriege ich 1500 Punkte und wenn ich langsamer bin, dementsprechend weniger. Oh, das war jetzt unnötig. Darf ich Punkte liegen lassen? So, hier. Wir sind schon auf Stufe B. Kommt da oben noch durch. Und wir haben die Exzellent-Wertung. 32.000 Punkte. Sehr gut. Dann haben wir das geschafft. Und dann springen wir in die nächste Übung. Fortgeschrittenes Dribbling Gold. Und jetzt haben wir was mit Gegnern zu tun. Oh, jetzt wird es wieder nervig. Dribble durch die Tore und verhindere, dass der Gegner an den Ball kommt. Platziere den Ball per Heber in den Eimern, sobald du das jeweilige Ende des Parcours erreicht hast. Was zur Hölle? Okay, das schauen wir uns erstmal in aller Ruhe an. Aha, es geht immer hin und her und wir müssen in diesen Eimer treffen. Also wir spielen jetzt Basketball. Und müssen dann noch da an denen vorbei. Und da jetzt rein. Und da bin ich natürlich auch nicht fähig, da zu treffen. Muhahaha. Lustig. Hey, das war gut. Das gepunktet, sehr schön. Ich glaube. Oh Gott, da werden wir nicht viele Punkte machen. Vor allem an dem da vorbei, das ist so böse. Der darf mich umfaulen, wird nicht bestraft. Wenn ich jemanden umfaule, werde ich sofort bestraft gefühlt. Und geht in dieselbe Richtung wie ich. Boah! Ha. Also das mit dem Heber finde ich ganz lustig, aber was hat das in der Dribbling-Übung zu tun? Das verstehe ich nicht.
Reicht mir nicht einfach Punkte durch, wenn ich immer da durchlaufe? Achso, ich habe nur Versuche, Anzahl an Versuche. Toll. Cool. Und Zeit. Okay, 4 Versuche und Zeit. Großartig. Das war schon der erste Versuch. Neuer Versuch. Ich versuche das auf C zu schaffen, aber... Ich kann einfach dieses Killmoves nicht. Ja? Wenn man mit Killmoves vertraut ist und das kann, dann ist das einfach. Aber ich bin froh, wenn ich da überhaupt einmal vorbeikomme. Oder zweimal. Juhu. Ich kann nicht mal den Ball an ihm vorbei legen. Kann das nicht. Ich bin zu blöd dafür. Ganz ehrlich, ich kann keine Skill-Moves. Ich bin zu blöd dafür. Ich kann hier antäuschen, ja, das klappt manchmal. Ich glaube tatsächlich ist das das Beste. Aber dann muss ich ja auch noch diese Pfeile einsammeln da. Und schon hat er mich. Das war doch faul, oder? Geht das da hinten? Das versinken ganz gut. Ah, super. Okay. Wie gesagt, ich bin schon froh, wenn ich da durchkomme. Achso, ich darf den Versuch noch fertig machen. Das ist ja fair. Okay, also mit Antäuschen komme ich hier wohl relativ weit. Ach, das war's jetzt. Hey, ich hab's gut gemacht. Großartig. Das probiere ich jetzt tatsächlich nochmal, weil mit dem Austricksen hat's überraschend gut funktioniert. Dann noch ein bisschen mehr durch die Tore gehe. Vielleicht ist ja ein Wunder möglich. Wer weiß das schon. Ah. Verkackt. Ah, verkackt. Ja, wenn ich jetzt noch mehr durch diese Pfeile gehen würde, das würde halt wirklich helfen. Ja, wenn ich mich aber darauf konzentriere, ich bin schon froh, wenn ich vorbeikomme. Das war jetzt ein bisschen lucky. Und jetzt ist die wieder vorbei. Okay, einmal versuche ich es noch. Zumindest immer so einen mitnehmen. Wäre ja schon mal was. Auf 61 Punkte, das sind ja fast keine Punkte, die ich da kriege. Die meisten Punkte kriege ich nur hinten. Nein! Was habe ich jetzt gemacht? Na toll. Lief so gut. Jetzt habe ich gehofft, dass ich nochmal schnell durchkomme, bevor die Zeit abläuft. Jetzt habe ich noch einen Versuch. So knapp. Okay, einmal noch. Und dann habe ich aber offiziell keine Lust mehr. Hm.
Hier habe ich auch jetzt schon keine Lust mehr. Ja, je schneller ich bin, desto mehr Punkte kriege ich. Das ist mir schon klar. Ja, aber ich komme nicht durch die Pfeile durch. Das ist... Wenn ich mich bei den ersten darauf konzentriere, dass ich irgendwie durch die Pfeile komme, dann klappt gar nichts. Ja. Oder so. Boah. Ne, wisst ihr was? Ich bin ziemlich glücklich über dieses B hier. Ihr wisst ja, wie sehr ich das Dribbeln hasse mit Skill-Moves und bläh. Und dementsprechend machen wir jetzt weiter mit der Skill-Challenge. Yay. Meistere den Hindernisparcours so schnell wie möglich. Je weniger Versuche du brauchst, desto mehr Gesamtpunkte gibt es. Yay! Ah, das gab's auch schon mal in FIFA 17. Das dauert. Was? Ach so, wieder zurück. Sehr gut. Ich dachte, jetzt muss es irgendwo geradeaus weiter. Okay, wir schauen uns jetzt einfach mal den Parcours an. Ja. Oh Gott, und jetzt? Ah, das wird ja immer schwerer. Oh, ist das fies. Ach, komm. Willst du mich verkackeiern? Hört das mal irgendwann auf? Danke. Schwer genug. So, jetzt muss ich da runter. Oh, nö. Ja, ich erinnere mich. Also hier drin machen die mir nichts. Ach, ich muss falsch andersrum. Hier drin machen die mir nichts, aber ich muss halt von Ecke zu Ecke laufen. Ah. Und darf auch nicht rauslaufen. Okay, das geht ja noch. Ich muss ja nur durchlaufen. Also die kommen jetzt noch auf mir. Jetzt muss ich da unten wieder raus. Ha, guten Tag. Super, aber das zählt als Versuch und dann bin ich glücklich. So, jetzt muss ich hier Hindernislauf machen. Das läuft gut. Super, 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 super. Jetzt muss ich da unten lang. Okay. Aha. Aha. Ey, ich hänge in der Wand fest. Ich hänge immer noch in der Wand fest. Ah, toll. Und wenn ich es berühre, dann ist es weg. Großartig. Ah, wenn der Ball es berührt. Ich darf es berühren. Super. Ich mag ja so... Sachen, wo sie mir ganz genau explizit sagen, was ich machen muss. So, und jetzt noch ein schönes Tor. Achso, ich darf mehrmals versuchen. Cool, Bonuspunkte! Mal gucken, wie viel. C-Wertung. Okay, mach's ja nochmal. Das hat mich gezent auf die Schnauze gehauen. So. Haben wir hier herum. Nur nicht raus, sonst hält sie als Fehler. Jetzt hier rein. Okay. Das wusste ich ja schon mal, in welche Richtung ich laufen muss. Das hilft ja schon mal. Das läuft gut. Das lief gut. So. Also hier rein. Und dann zu den Ecken. Geh weg, du blöder Verteidiger. Brauch dich nicht. Ich vermute, hier werden wir definitiv einen Versuch verbrauchen. Ah, jetzt sind die frei. Ah, ja, wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es. Das ist ja unglaublich. So, ich wette, ich laufe jetzt hier raus. Nein? Funktioniert, funktioniert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt weiß ich ja auch, was hier der Haken ist. Der Ball hat es nicht berührt. Leck mich am Arsch. Jetzt scheitere ich am Torwart, ehrlich. Ey!
Ribéry, treff endlich. Kann ja nicht so schwer sein. Ganz im Ernst, gut gemacht. Das war gut. Das kriege ich nicht besser hin. Außer vielleicht am Ende die Torschüsse, ja. Aber nochmal. Na gut. Ja, ich hätte mit Ribéry in die andere Ecke schießen sollen. Weil er hat halt den Fuß dafür. Das ist das Problem. Geh rum. Ribéry lässt sich von so einer doofen Stange aufhalten. Halten wir mal fest. So, da lang. Da lang. Da lang. Oh. Ach, das ist doch beschissen, ehrlich. Als ob das nicht schon schwer genug ist. So. Achso, ich muss da unten rein. Okay. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Du hast mich hier nicht anzugreifen. So. Ja, das war mir klar, dass du mir jetzt den Ball abnimmst, aber das Gute ist, darf ich hier einfach hochlaufen. Hab zwar einen Versuch versemmelt. Nein! Ein Punkteabzug. Ah! Krotze Fix, ey. Das ist gemein. Man muss sich halt genau merken, wann. Okay, wisst ihr, wir haben die Zeit nochmal, um auch einmal neu zu starten. Dann machen wir das nochmal. Oder wir starten nochmal neu. Also ganz im Ernst, bleibt man wirklich so an diesen Stangen hängen? Kann sich doch keiner so dumm anstellen. Sehr schön. Jetzt da hoch und da durch. Das war super. Das war auch gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Na, das war kacke. Okay. Noch im grünen Rahmen. So. Ich will diesmal einen von den oberen. Ach, jetzt haben die mich tatsächlich da rausgedrängt. Hallo! Ich war in meinem Kasten. Lass mich in Ruhe. Ey! Hast du gesehen, wie der mir das Bein gestellt hat? Unglaublich. Hallo! Das ist doch beschissen, wenn der... Super, jetzt darf ich da hinten durchlaufen. Einen Start mache ich noch. Weißt du, dieses... Ja, sie können mir eigentlich nichts mehr anhaben, aber sie stehen mir halt trotzdem noch im Weg. Hilft mir nicht sonderlich. Eigentlich hilft es mir gar nicht. So gut bin ich hier aber noch nie durchgekommen. Jetzt ist die Frage, wie gut komme ich hier durch? Das war gut. Das war nicht ganz perfekt, aber noch okay. Das war super. Das war kacke. Weil ich dieses Ziel vergessen habe. So, dadurch. Dadurch. Dadurch und dadurch. So. Und jetzt laufe ich erstmal hier unten lang. Okay, guck mal, wie sie mich wieder rausdrängen. Obwohl sie mich gar nicht mehr attackieren dürfen. Geh weg aus meinem Feld. So, das Problem ist... Ich muss halt rumlaufen und gleichzeitig müssen die weit genug weg sein. Geht weg. Weil sonst stören sie mich wieder im Weg nach oben. Ah, oh Gott.
Es gibt nur Minuspunkte. Okay, wisst ihr was? Ich gebe auf. Das wird nicht besser. Ich versuche jetzt hier nochmal auf Kamikaze durchzugehen. Was mir so überraschenderweise halbwegs gelingt. Und diesmal in diese Richtung. Hätte ich den vorher nicht so schön reingeschossen. Hätte ich den nicht genauso schön reinschießen können. Naja, okay, das vorher war besser, aber ich bin ja mit B in der Challenge sehr, sehr zufrieden. Und wenn wir in die Übersicht zurückschauen, dann haben wir jetzt auch die dritte Kategorie abgeschlossen. Also Dribbeln ist abgeschlossen. Und jetzt steht nur noch Abwehr und Schuss vor uns. Juhu! Und da machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.